Und damit ein herzliches Willkommen, meine Freunde der guten Unterhaltung, hier wieder zurück zu The Last of Us. Jawohl, wenn ihr die Folge seht, ist sie eventuell schon ein bisschen später draußen, anstatt wie geplant 15 Uhr. Da gab es einige Verzögerungen, dafür entschuldige ich mich nochmal. Diesen Tag geht es wie gewohnt weiter. Ja, letztes Mal haben wir ja hier uns durchgekämpft, jetzt sind wir in U-Bahn gezuppelt drin irgendwie. Jetzt müssen wir die hier rausholen, weil sie nicht schwimmen kann. Das heißt, ich muss hier irgend... Ne, jetzt hängt die fest irgendwo. Ich muss hier was holen auf jeden Fall. Ich brauche irgendwo was, womit ich sie rausholen kann. Sie kann ja nicht schwimmen. Das ist schon mal nicht so cool. Weil du siehst halt auch wirklich wenig, ne? Also viel siehst du hier nicht. Ein bisschen mit Taschenlampe hier rumleuchten. Das war's dann aber schon. Ist nicht irgendwas, womit ich das Mädel mal rausziehen kann oder was? Hier ist nichts. Drücke zum Tauchen und zum Auftauchen. Ja, dann mal los. Ob das gut geht, weiß ich auch noch nicht wirklich. Ist hier hinten irgendwas? Naja, also hier müssen wir auch wieder durchtauchen. Oder was? Ja, los. Und Luft holen. Oh weh, oh weh. Oh je. Oh je. Ja, dann komm hoch, mein Junge, wenn du kaum Luft hast. Ist hier echt Ellie? Nichts? Wo ist denn Ellie? 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 Ach, schau mal, da ist doch irgendwas, oder? Die kann ja nicht schwimmen. Oh Gott. Da liegt irgendwas. Oh, Maria. Sind wir richtig? Hey da, sie geht noch. Ja, sei froh, dass sie geht. Schmugglernotiz, die sehen wir uns doch einfach mal an, hier auf ganz entspannt. So, was steht denn da? Dein Kontakt ist ein Typ namens Frank. Er ist der Typ von draußen, mit dem ich Handel getrieben habe. Er will die QZ Boston. Triff ihn am Ausgang der U-Bahn-Haltestelle, Park Street, neben dem Rathaus. Anbei, sein Visum und seine QZ-Papiere. Wie gefällt dir die Arbeit? Sei vorsichtig da unten. Einige Leute berichten von Klickern und Stalkern in diesem Gebiet. Wo zum Henker ist der Kerl? Ich warte hier schon seit 2 Stunden und schwitze. Ich glaube, da im Schatten bewegt sich etwas. Mir ist, als würde mich jede Sekunde ein Stalker anspringen. Ich gebe ihm noch eine Viertelstunde. Dann gehe ich zurück. Ja, das war nicht so das Wahre. Ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind. Er schwimmen kann das Mädel ja nicht, also bleib du mal da, wo du bist. Aber da ist irgendwas da vorne. Eine Leiter. Jupp, eine Leiter. Vielleicht geht es damit. Was ist das denn da? Warte mal. Ey, schau mal hier. Da ist sowas. Ha! Pass mal auf, Eddie, ich hab da was. Kannst ein bisschen surfen. Oh. Ein bisschen angedockt. Kannst ein bisschen surfen. Wo bist denn du? Oh Gott, oh Gott. Mädel, schau mal hier, da ist was. So. Komm, wurf da auf den Meter. Ja, genau. So, klein, Moment, Mädchen, gleich haben wir es. Vorsichtig. Jo. Aha. Hier ist ein Leiter. Was ist mit der Leiter? Aha, dass ich rauskomme. Okay. Das ist aber nett. Ein bisschen schneller, wenn es geht. Oder so. Okay, dankeschön. So. Jetzt geht's hier weiter im Text. Okay. Ja, wer angebracht? Das ist eh das Lustige, oder das heißt lustig, lustig ist überhaupt nichts hier. Die Ellie ist ja infiziert und kann hier drinnen atmen. Das ist natürlich auch heftig, was wir nicht können. Oh, Tageslicht. Oh, ich sehe das Licht. Raus hier, hopp. Rüber da mit dir. Ugh.
Hey, also, wegen Tess. Ich weiß nicht mal, okay, ich sag dir mal, wie es abläuft. Erwähne nie wieder Tess. Niemals. Es ist besser, wir behalten unsere Geschichten für uns. Zweitens, erzähl niemandem von deinem Zustand. Man wird dich für verrückt halten oder töten. Und drittens, du tust, was ich sage, wenn ich es sage. Alles klar? Klar. Wiederhol es. Was du sagst, zählt. Gut. Da ist eine Stadt. Ein paar Meilen nördlich. Ein Typ dort schuldet mir was. Kann sein, dass er ein Auto für uns hat. Okay. Los, gehen wir. Na bitte. Ja, hier lang wird's schneller gehen. So, geht's mal los. Was? Nichts, ich hab nur sowas noch nie gesehen, deshalb. Etwa den Wald? Ja, im Wald war ich noch nie. Ist ziemlich cool. Ja, ein Mensch kann sich auch über kleine Dinge freuen. Das sollte man auch machen. Wow, diese Aussicht. Das denkt euch immer wieder, Leute. Freut euch über Kleinigkeiten. Ich komme zurück zu Marlene. Wenn sie das schaffen könnte, hätte sie dich behalten. Na, vielleicht geht's ihr besser. Kleine, ich will dich nicht aufregen, aber ihre Überlebenschancen waren nicht gerade hoch. Sie ist viel stärker, als du glaubst. Es ist egal. Denn ich glaube kaum, dass einer von uns lebend bei ihr ankommen würde. Glaub mir, mir wäre es anders auch lieber. Ah, was können wir gucken? Können wir hier lang laufen, oder? Ne, da geht's glaube ich gar nicht lang. Ich glaube hier. Latschen wir doch mal da lang. Mal gucken wir. Können wir überhaupt irgendwas bauen schon mal? Müssen wir mal gucken. Ne, gar nichts. Wir haben keine Stats oder keine Materialien momentan. Sieht ja nicht so duft aus hier. Ja, das sehe ich. Sorry, ich musste das einfach tun. Ach, alles gut, alles gut. Das wird doch keiner übel nehmen. Wir müssen gucken, dass wir hier irgendwie lang kommen, vielleicht ins Gebäude reingehen können. Das ist natürlich ziemlich nice. Da sind wir rumgelaufen, wir sind irre. Ich gehe da mal hoch und sehe mich um. Oh, was haben wir hier? Oh, das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Auf jeden Fall. Schönes Ding. Nahkampfverbesserung. Verbessere deine beliebigen Nahkampfwaffen, um Gegner mit einem Treffer zu töten. Die Verwendung der Verbesserung ist jedoch eingeschränkt. Wenn sie abgenutzt ist, gehen sie kaputt. Na, heiß. So, hier ist auf jeden Fall nichts mehr gerade. Könnten da vorne, müssen eh da, glaube ich, lang. Weil hier kommen wir nicht rüber, definitiv nicht. Aber das Holz können wir dann nehmen. Warte mal, da ist auch ein Brett. Autsch. Ich habe das Brett schon gesehen, mein Freund. Das brauchst du mir nicht zeigen. Sie steht ja auch schon da. Wie wär's damit? Ich habe dich schon gesehen, aber trotzdem danke. Vielleicht hier anlegen. Jo, drücken und zu platzieren. Perfekt. So, und dann einmal hoch hier. Dann einmal da. Ne, das will ich jetzt nicht mehr haben, das Holz. Kommt die echt hoch hier? Boah, Wahnsinn. Na also. Bup, bup. Und einmal ordentlich lärm machen. Du das, Bill? Wo trefft ihr euch denn sonst immer? Na? Das kommt drauf an. Du warst noch nie hier, oder? Ich weiß, dass er hier lebt. Aber nein, ich war noch nie selbst hier. Und der Rauch, das soll er sein?
Das wäre gut für uns. Wow, dann. Okay, komm. Und schauen wir, ob wir was finden hier. Vielleicht irgendwas. Ah, da ist auch schon was. Schau mal. Oh ne, das will ich nicht haben. Eigentlich wollte ich den Stein jetzt nicht haben. Schmeiß weg das Ding. So. Brauche ich nur das Zeug, was hier rumlag. Können wir mal gucken. Messerchen können wir machen, das ist sehr gut. Medikit können wir auch noch machen. Wir können zumindest Fertigungszeit. Und Lauschmoos des Zahns. Erweitere den Radius von Lauschmoos auf jeden Fall. Definitiv, den werden wir gleich mal erhöhen hier. Und auf jeden Fall, ich glaube. Ein Messerchen, oder? Ich glaube, ein Messer ist, glaube ich, ganz praktisch, wenn wir ein Messer erstellen. Könnte, glaube ich, nicht schaden. Wenn wir uns da mal so ein Messer machen. Wir müssen so hier lang. Ja. Hier sind wir möglicherweise richtig. Ja. Wunde. Ja, kommst du? Wo ist sie? Vorsichtig. Ellie, komm. Ellie fällt nicht. Oh. Oh, Klicker. Was ist das? Shit. Da ist einer und da ist einer. Der ist da drin, oder? Der Sack. Ja, der ist da drin. Okay, also ich bräuchte irgendwas. Ist kein Stein hier oder sowas? Ah, eine Flasche. Perfekt. Okay, das waren zwei, das war jetzt uncool. Sind ungefähr zwei, sind sie richtig angespitzt da vorne. Ich hoffe, die beruhigen sich wieder und einer geht seinen Weg nicht. Oh shit. Gottes Willen. Der eskaliert total, der eine. Ah, dass sie krabbeln können, das ist mir gerade neu. Das ist mir gerade sehr neu. Ich hoffe, dass der da hochkommt jetzt. Ne? Oh shit. Okay, der geht wieder runter. Ja, perfekt. Der geht auch wieder da lang. So, dann kommt mal her, meine Freunde. Was macht denn der für ein Terz, Alter? Der macht ja mehr Lärm als jeder andere. Scheiße. Jetzt geht der andere wieder hoch. Ach, verdammt. Das war jetzt irgendwie nicht so cool, wie ich gedacht habe. Ist ganz und gar nicht cool. Scheiße, 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 scheiße. Verdammt, Leute, sorry, wenn ich ein bisschen leise bin. So, das war einer. Und den kann ich ja nicht irgendwie erschlagen oder so. Das ist das Problem, weil ich kein Messer mehr habe. Ah, ich könnte nur Molotow machen, schnell. Ellie, komm, 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 Ellie. Ja, der ist auch immer tot. Das passt. Mann, da geht eine Kackdüse. Da kriegst du echt Sprühfurz. Bei den Dingern, ey, da wird ja ganz anders. So, da ist auch eine Tür. Die könnten wir eigentlich mal. Ja, komm, Joe, kannst du aufstehen? Auf den Humpen. Ist hier was drin?
Vielleicht irgendeiner. Ach, oh, hier ist herrlich. Wunderbar. 5 Stück von denen. Alles okay? Ich versuche, pfeifen zu lernen. Du kannst nicht pfeifen. Klingt das wie Pfeifen? Und sie lernen pfeifen hier erstmal eine ganze Woche. Geht's ihr gut oder so, oder ist sie krank? Die brötet sich einen ab hier. So, haben wir alles jetzt hier rausgeholt? Das wäre nicht verkehrt. Oder ist hier noch irgendwas? Au, yeah. Dankeschön. Jetzt stehst du mir wieder im Weg hier. Dankeschön, Ellie. Fürs mitten im Weg stehen. Okay, hier ist aber nichts mehr, oder? Nee. Gut. Hier durch. Oh, hier ist nochmal eine Flasche. Noch eine Flasche. Und die werden wir bestimmt gleich gebrauchen, die Viecher. Aber ich befürchte nicht, dass wir hier alleine sind. Hundertprozentig nicht. Aber wie sollen wir jetzt hier... Warte mal. Vielleicht da, doch da hoch? Ne, da oben ist die Tür zu, ne? War die oben die Tür zu? Ich hab's vorhin nicht gesehen und hier waren wir auch noch nicht drin, ne? Sag ich doch. So. Da oben ist die Tür zu, ja. Da kommen wir, glaube ich, auch nicht hoch. Wenn mir sind alles täuscht, da waren wir auch schon. Aber hier müssten wir eigentlich rüberkommen. Eigentlich ja. Oh, Mist. Von der anderen Seite verriegelt. Hier, hilf mir hoch. Nein, das kommt gar nicht in Frage. Na, ich heb dich nicht hoch. Wie sollen wir das uns aufkriegen? Ja, anders geht's nicht. Stell den Fuß drauf. Mach es nur auf, sonst nichts. Geh klar. Vorsicht. Okay. Oh, mal sehen. Okay. Tada. Gut gemacht. Danke. Aha. Bitte. Okay, irgendwas ist hier gleich. Also, oder? Dein Kumpel hat ein Auto für uns. Und was dann? Ja, dann suchen wir Tommy. Marlene meint, er ist dein Bruder? Wichtiger ist, dass er mal ein Firefly war. Er weiß, wo du hin musst. Oh, okay. Er lebt weit weg von hier. Deshalb brauchen wir das Auto. Ah, hier ist eine ganze schöne Menge. Oh, herrlich. Oh, Scheren sind voll, schade. So, können wir so einen Frosch mitnehmen hier? Nee, nee. Wunderbar. Gleich mal 10 Pillen gekriegt. Besser geht's ja nicht. Dann haben wir 20 Punkte wieder. Und wir könnten nichts machen, weil wir kein Klebeband und Alkohol haben. Okay. Naja, der Versuch war es zumindest wert. Haben wir zumindest hier schon mal was. Gut, hier kommen wir definitiv nicht weiter. Dann müssen wir doch in die Seiten oder in die Straße runtergehen, ne? Oder hier lang. Ich traue dem Frieden aber gerade nicht. So, ich schaue gerade, ob ich irgendwas hier sehe. Irgendwelchen Freaks oder so. Oh, da ist Alkohol. Ja, moin. Oh, voll, okay. Hm, wir hätten auch hier durchgehen können, bevor wir hier... Was? Schon mal gespielt? Nee. Aber ein Freund von mir war voll verrückt nach diesem Spiel. Da gibt es wohl diese Frau namens Angel Knives. Wie war's nochmal? Sie schlägt dir ein Loch in den Bauch und tritt dir dann den Kopf ab. Ich war nie ein großer Fan von sowas. Ich würde es gerne spielen. Ja, das wird aber nicht funktionieren. Da muss ich dich enttäuschen. Das wird nicht hinhauen. Hätte auch hier durchlaufen können wieder, ne? Ich laufe immer so einen extremen Umweg. Aber naja. Passiert. So, das Ding war auch noch. Oh, hier sind mehr so als eine. Ah, hallo. Ja, hallo. So. Hier waren wir auch schon.
laufe gerade alle Häuser gerade so ein bisschen mal ab hier. In der Hoffnung, dass wir was finden. Ne, so. Was ein bisschen zum Craften ist und so. Und ich möchte halt wirklich so gut wie es geht jede Ecke so ein bisschen echt ablaufen hier. Könnte doch vom Vorteil sein. Da kommen wir, glaube ich, nicht rein. Oh! Oh, oh Mann! Oh, krass! Was war denn das? Das ist eine von Bills Fallen. Dein Freund ist paranoid, oder? Das kannst du laut sagen. Und wie ist er sonst so? Tja. Er hat uns oft beim Schmuggeln geholfen. Er weiß, wo es was gibt. Dann hoffe ich, dass wir auf der Suche nach ihm nicht draufgehen. Nee, hoffe ich auch. Das passiert nicht. Allmächtiger, hab ich mir gerade echt in die Hosen geschissen. Hab ich mich gerade erschrocken. Alter Verweis, wow. Boah, heftig. Sieh dir das an. Und was denn jetzt schon wieder? Ja, alles Platten hier. Alles ganz alte Platten. Oh, hier ist so Munition gewesen irgendwo. Da. Dankeschön. Kommen wir hier durch? Nee, na nicht. Ein schöner Plattenladen. Wunderbar. Alkohol, das ist Scheren sinnvoll. Oh, endlich Tapeband. Okay, wir können das jetzt langsam alles wieder herstellen. Molotow, Messer, Schere, wunderbar. Hier haben wir 20. Das sind bloß die Dinger. Perfekt. Oh, hier ist noch ein Band. Papier. Oh, Perimeternotiz. Was haben wir denn hier? Die verdammt Infizierten tauchen zu oft viel zu nah beim Unterschlupf an der Kirche auf. Anscheinend muss sie die Perimeter-Schwachstellen mal wieder ausräumen. Ja, von wem das ist, weiß ich jetzt gerade nicht. Stand auch nicht da. Aber hier ist nichts, ne? Ne, das Haus haben wir durch hier. Oder den Plattenladen, sagen wir es mal so. Dann können wir jetzt so da... Oh, Alter. War das echt traurig, Mädchen. Wo bist du überhaupt? Wo ist die denn? Noch da. Komm jetzt, wir müssen los, Mädchen. Hopp. Den ganzen Tag zum Trödeln hier, Mensch. Alter Verwalter. Also, da hab ich mir schon gepflegt in die Hosen gekackt. So. Gucken wir mal. Hier, da, da, da. Ich denke, wir müssen noch eine Karte, das haben wir gar nicht mehr. Nee. Aber wir können ja mal gucken, dass wir uns eventuell noch ein Messerchen herstellen. Brauchen wir auf jeden Fall. Und haben wir ein Medikit noch? Nee, haben wir nicht. Also das heißt, wir brauchen noch ein Medikit. Sehr zahlbar brauchen. Nehmen wir mal eins mit. Sicher, sicher. Und dann würde ich auch sagen, meine Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Reinschalten, fürs mit dabei sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr wisst Bescheid, liken, kommentieren, abonnieren und Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bin raus. Ciao mit Farbe.